Hey, ist Andreas von grönundgesund.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein neues Interview zum Thema Wildkräuter. Wildkräuter sind das Powerfood direkt vor unserer Haustür. Wildkräuter sind kostenlos, das Schöne dabei. Ja, und in Wildkräutern steckt wirklich die ganze Kraft. Das ist das Geschenk der Natur an uns. Ja, und im grünen Smoothie oder als Salat kann man sie ja wunderbar wirklich, ja, zu sich nehmen. Leckere Rezepte gibt es da. Aber das große Problem, was viele haben jetzt im Winter, wo kriege ich die Wildkräuter her? Es wird kalt, es wird regnerisch, man geht nicht mehr so gerne raus und die Wildpflanzen ziehen sich auch zurück. Ja, man findet immer weniger. Ja, und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Und deshalb freue ich mich, dass ich mich heute mit der Nadine Hagen genau darüber unterhalten kann. Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, herzlich willkommen an alle Zuschauer. Herzlich willkommen, Andreas. Danke fürs Fragen. Und dann werden wir den Zuschauern mal erzählen, wie sie sich auch im Winter mit Wildkräutern versorgen können, denke ich, gell? Ganz genau. Erstmal ganz kurz zu dir. Du hast eine sehr spannende Geschichte hinter dir. Du sagst, du bist Mama von Zwillingen und hast ja deine Ernährung umgestellt. Ja, als deine Kinder auf die Welt kamen, hast du mir erzählt, hast gesagt, ich muss irgendwie mich mehr natürlich ernähren, ein bisschen auf die Rohkost gekommen und auch auf die Wildkräuter. Hast auch diverse Bücher geschrieben, unter anderem auch ein Buch zum Thema Wildkräuter. Gehen wir später noch genau darauf ein. und du bist inzwischen als Bloggerin unterwegs, lebst, ja, großenteils auf Teneriffa, jetzt gerade in Deutschland. Weiß auch nicht, was du hier machst bei der Kälte. Du bin ich hier. Genau. Ja, Thema Wildkräuter. Hast du irgendwie ein Lieblingswildkraut? Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Also ja, eigentlich habe ich mehrere Wildkräuter, die Lieblingswildkräuter sind. Die wachsen hauptsächlich im Frühling, aber jetzt haben wir gerade Winter. Ich liebe Vogelmiere. Vogelmiere ist absolut irgendwie lecker und es lieben auch die Kinder. Das ist absolut lecker, das ist so süß und es macht sich gut in Salaten und in Smoothies irgendwie und in Säften. Und dann lieben wir den jungen Giersch. Also diese zwei sind so unsere, oder meine Lieblingswildkräuter, neben den anderen 75, die es da noch gibt. Ja, genau. Ja, der Giersch ist ja der Schrecken der Gärtner, ne? Weil wenn man einmal den im Garten hat, dann breitet er sich aus wie verrückt. Und man sagt immer so, das Beste, was man gegen Giersch machen kann, ist ihn aufessen. Ne? Das machen natürlich die wenigsten. Aber ich habe bei uns im Vorgarten jetzt auch schon entdeckt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn selber nachts heimlich eingepflanzt habe oder sich wild gemäht hat, aber ich freue mich natürlich total. Giersch ist sehr, sehr schön und bei der Vogelmiere, die gibt es ja auch im Winter, ne? Ist das Schöne. Gibt es sonst noch Wildkräuter, wo du sagst, im Winter, oder frag vielleicht erstmal anders, wo kriegst du im Winter deine Wildkräuter überhaupt her? Wie machst du das, wenn du jetzt mal nicht auf Teneriffa bist, sondern wie jetzt gerade in Deutschland? Ich wollte gerade sagen, also auf Teneriffa habe ich so ein bisschen das Problem, wir wohnen im Süden und wir leben jetzt schon seit über 2 Jahren auf Teneriffa und da gibt es nicht so wirklich viele Wildkräuter. Das ist eher trocken, ne? Ja, da ist es eher so trocken und da gibt es im Norden der Insel, da gibt es zwar schon mehr Wildkräuter, die sehen auch ein bisschen anders aus, aber da gibt es schon mehr Auswahl, die haben wir im Süden jetzt nicht so. Aber wenn wir jetzt in Deutschland sind oder als wir noch in Deutschland gelebt haben, da haben wir eigentlich das ganze Jahr über Wildkräuter gegessen. Was ja auch ein Wildkräuter ist, darf man nicht vergessen, ist ja Wiese, Gras, Rasen quasi. Das ist ja ein Wildkraut. Also wir haben dort Rasen gepflückt quasi, also abgeschnitten mit der Schere und haben also die grünen Stängel genutzt. Die haben wir aber weder im Salat gegessen noch irgendwie im Smoothie, sondern die haben wir einfach nur entsaftet. Mhm. Haben wir also Saft draus gemacht. Ja, Grassaft. Ja, genau, Grassaft. Da habe ich auch ein schönes Video mal drüber gedreht, dass wir so ein Gras holen jetzt. Okay. Wir gehen das für die Karnickel holen, das war für uns. Nein, oder im Winter haben wir viel Löwenzahn. Also ich habe auf in Filderstadt gewohnt und in Nordfriesland und so. Und in Bayern, also ich weiß, in verschiedenen Gegenden gibt es dann eine Löwenzahn, gibt es auch im Winter. Die schmecken natürlich im Winter nicht ganz so süß und sind nicht mehr ganz so jung und so. Aber es gibt sie noch. Und man kann sie ja, wie gesagt, eben in Smoothies oder als Säfte nutzen dann. Dann haben wir hier jetzt gerade, weil wir jetzt ja hier sind, gerade in Deutschland, Spitzwegerich, Breitwegerich entdeckt. Es gibt sogar noch Brennnessel. Ja. Es gibt sogar noch Brennnessel. Und ich weiß, als wir richtig dicken Winter mal hatten in Filderstadt, als wir da noch gewohnt haben, das ist da bei Stuttgart, was es immer gibt, das ganze Jahr, sind die Blätter von den Brombeeren. Sehr gut, ja. Die sind zwar jetzt, also wirklich jetzt geschmacklich, da muss man schon echt, naja, so, ne? Und die haben natürlich diese Stacheln, aber was ich gemacht habe, ich bin mit dicken Handschuhen im Wald, damals noch mit dem Kinderwagen, das werde ich nie vergessen, überall Schnee und ich mit Kinderwagen im Wald und habe richtig den Schnee von diesen Brombeerblättern runtergeschüttelt, mit einer großen Schere Äste quasi abgeschnitten und habe die mit nach Hause und zu Hause habe ich dann die kleinen Blätter erstmal von diesen Zacken entfernt, das heißt, ich hatte dann lauter Halbmonde quasi, ja,
Und die haben wir dann ja auch entweder entsaftet oder so zugegessen im Salat. Also die sind sehr hart und jetzt nicht wirklich so schmackhaft wie junger Giersch oder junger Löwenzahn. Aber das wächst immer. Das kriegt das ganze Jahr über. Und Moos, man darf Moos nicht vergessen. Moos wächst ja auch nicht nur an Bäumen, sondern auch auf dem Boden. Ist zwar jetzt auch nicht so viel lecker, braucht man jetzt vielleicht auch nicht so viel essen. Also es gibt schon noch eine große Auswahl, eine große, große Auswahl auch im Winter. Aber wenn es natürlich richtig, richtig schneit, dann ist, glaube ich, für mich die einzige Alternative damals gewesen, die Blätter von den Brombeeren, weil ich sonst nichts anderes gefunden habe. Wir haben ja das Glück, dass es nicht ständig weiß ist. Ne? Das heißt, meistens ist es ja einfach nur kalt, ja, und vielleicht hat es ein bisschen gefroren oder sowas. Und auch so Sträucher wie Brombeersträucher, die gucken ja dann oftmals auch noch raus. Je nachdem, die sind ja oft so am Waldrand, findet man die. Was machst du, wenn es jetzt ganz zugeschneit ist? Hast du dann einfach deine Stellen, wo du weißt, ah, da wächst jetzt zum Beispiel Vogelmiere, da buddel ich jetzt mal? Oder was hättest du da für Tipps, um da die Wildkräuter zu finden? Jetzt, also angenommen, es ist jetzt mal richtig der tiefste Winter, alles weiß. Ja gut, wie gesagt, wir leben ja jetzt schon eine Weile nicht mehr in Deutschland. Und tief weiß hatte ich es halt nur in Filderstadt einmal. Und da haben wir es so gemacht, wie ich gesagt habe. Da habe ich keine Wildkräuter freigebuddelt, sondern ich bin wirklich nur in den Wald, wo ich wusste, ich war ja eh immer spazieren mit den Kindern. Mhm. Und wenn du dann vorbeikommst, wie du selber sagst, man sieht ja, wo so ein Busch ist. Das siehst du einfach. Genau, ja. Und dann habe ich immer solche Blätter nur gepflückt. Also dann habe ich halt schon mich mal, ja, tagelang, wochenlang nur halt Brombeerblätter gepflückt. Das war das Einzige, was wir dann hatten. Aber wenn wir jetzt gar keine Wildkräuter gefunden haben, dann haben wir halt auf andere Weise uns versorgt mit Vitaminen. Dann sind wir halt auf Sprossen. Mhm. Ja, ganz genau. Dann habe ich mir halt einen Sprossengarten zugelegt für zu Hause und habe dann halt viele Sprossen und Keimlinge gezüchtet oder Grüngras und habe dann halt meine Vitaminversorgung quasi nach innen verlegt, selbst angenommen. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge Themen hier angesprochen, die alle sehr interessant sind. Jetzt gucken wir noch bei den Wildkräutern. Also dieser Hinweis, also wir haben es im Prinzip ganz genauso gemacht. Also wenn jetzt wirklich mal Schnee ist oder so, oder selbst wenn auch kein Schnee ist, ist einfach wenig. Es ist sehr gut, wenn man oft spazieren geht, oft draußen ist und man kennt dann seine Region so ein bisschen, dann weiß man einfach, an der Stelle wächst das, an der Stelle wächst das. Und das sind auch so Stellen, die man nicht so gerne dann weitergibt, wenn man sie denn gefunden hat, ja, weil sonst sind die plötzlich irgendwie leer gerupft. Ja. Man sollte generell nie irgendwie alles wegmachen, damit die Pflanze auch weiter wachsen kann. Aber genauso machen wir es auch. Es gibt immer so Stellen, wo wir hingehen und da holen wir dann Vogelmiere, ne, für den Salat, für den Smoothie oder Brennnessel. Dann weiß man irgendwann, wo was ist. Deshalb lohnt es sich wirklich auch im Sommer und generell viel draußen zu sein und auch einfach mal zu beobachten, wie die Pflanzen sich verändern. Ja, oder wenn die ersten kommen dann schon. Ne? Manchmal geht man spazieren und denkt so, ach, bald ist soweit. Und dann sieht man schon den ersten Giersch und dann 3 Tage später ist da schon eine richtige Pflanze. Also. Ja, genau. Ja, es ist schon wichtig, weil die Pflanzen sich eben auch verändern. Ne? Und dann bei manchen, dann weiß man nicht so richtig, ist es jetzt, ist es nicht. Ne? Und dann später sind, jetzt entwickeln die sich und dann sieht die immer anders aus. Ganz toll ist auch das Jahr so zu beobachten. Ja. Jetzt haben wir gerade, lass uns auf das Moos mal eingehen. Also Moos ist ein ganz spannendes Thema. Da muss ich sagen, kenne ich überhaupt nicht mit aus, mit Moos. Also Moos im grünen Smoothie, gibt es das, die Variante? Also ich habe es nie in Smoothie getan. Ich habe es auch quasi fast mit einer Nadelschere dann irgendwie dann so ein bisschen so abgeschnitten. Das war auch wirklich nur Not, weil wir gar nichts hatten. Und ich kann es mal probieren. Ich habe darüber gelesen, es ist ein sehr, sehr altes, hochwertiges Wildkraut quasi oder Kräutchen, wie auch immer man das nennen mag. Und ich habe einfach gedacht, ich muss das mal probieren. Was ich gemacht habe, ich habe dann halt einfach so ein ganz wenig, so eine Handvoll irgendwas und es ist ja auch sehr so gnätschig. Also, und das nur in Kombinationen quasi. Ich bin ja nicht so ein großer Zubereiter von Rohkost oder von Salaten. Wir haben dann quasi nur einer Hand ein bisschen Grünes, also ein bisschen Moos und in die andere Hand irgendein Gemüse und das zusammen dann, das war dann quasi Smoothie. Ja. Wenn man so will. Einfach um das mal auszutesten auch und es funktioniert. Also man kann es essen, es schmeckt auch gut, also es ist ein schöner Geschmack, den das Moos hat, aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt glaube ich den ganzen Winter über essen wollen würde. Ja, geht mir letztlich genauso, ja. Also geschmacklich ist ein bisschen herausfordernd, ja. Deshalb habe ich mich immer so nicht so richtig daran getraut, ja. Also vor allen Dingen ist auch mit dem Pflücken halt schwer. Also weil wenn das Moos rausreißt, dann hast du halt die ganze Erde dran, den ganzen Wurzelwerk. Und deswegen, wenn du halt so ein bisschen mit einer Nagelschere da so ein bisschen was abgeschnitten hast oder mit irgendeiner anderen Schere, dann hast du halt den Top, die Tops, also das obere Grün. Mhm.
Ja, genau. Lass uns vielleicht noch eine Sache ansprechen. Wenn du jetzt ein Wildkraut findest draußen, bist aber unsicher. Gut, du kennst jetzt schon sehr viel, aber was kannst du vielleicht als Empfehlung rausgeben? Wie machst du das, wenn du unsicher bist, ob die Pflanze jetzt genießbar ist oder nicht? Wie gehst du vor? Man muss das hier einfach. Also oftmals mache ich mir ein Foto. Ich habe ja immer eine Kamera mit bei. Das heißt, ich mache mir ein Foto und jetzt bin ich ja mittlerweile auch in einem Kreis, wo ich Leute kenne, die ganz viel Kräuter kennen. Aber ich kenne ja auch noch andere Menschen, die auch Wildkräuterbücher geschrieben haben. Und dann schicke ich denen einfach und sage, hey, weißt du vielleicht? Ne? Oder aber, man gibt ja in Foren, man gibt ja mittlerweile Social Medias überall, poste das irgendwo und frage, weißt du, was das für ein Wildkraut ist? Also ich würde halt einfach schauen. Dann gibt es ja halt, wie gesagt, auch Bücher, wo man dann einfach schauen kann, nach Blattform oder nach Blütenfarbe. Da kann man halt einfach recherchieren. Also da gucke ich vorher. Mhm. Ansonsten, Ein ganz schneller Test ist einfach, wenn man das Wildkraut kurz in den Mund nimmt und es ist arg bitter oder schmeckt furchtbar scheußlich, sodass man es ausspuckt, dann ist es nicht zum Verzehr geeignet. Ja, genau. Man wird nicht gleich davon sterben, wenn es dann furchtbar schmeckt. Du spuckst es ja eh aus und dann weißt du, okay, es ist eh nichts für dich. Mhm. Das ist halt die Abkürzung zwischen Recherchieren und Google und weiß ich nicht. Ja, genau. Du hast es auch oft gemacht. Ja, also Angelika Fischer, mit der habe ich ja eine Wildkräuterschule zusammen gemacht. Wir haben ein Jahr lang sozusagen die Wildkräuter und Pflanzen mal beobachtet. Das war die Online-Wildkräuterschule. Und sie hat immer den Tipp gegeben, also auch ähnlich wie du, sie war dann teilweise noch ein bisschen vorsichtiger, dass sie gesagt hat, okay, reißt so ein Blatt mal durch und tupft es mal auf die Zunge drauf. Ne? Es gibt ja auch, ich meine, ganz wenige nur, aber es gibt ja auch wirklich giftige Sachen. Aber das ist genau das Richtige. Einfach, wir haben unser Labor im Mund, ne? Also und das ist genau dafür da, dass wir einfach merken, jo, essen oder bitte schnell wieder raus. Ne? Das ist alles, hat alles seinen Sinn. Wir müssen also auch wirklich wieder lernen, uns selbst da auch zu vertrauen. Ja? Und nicht nur Bücher und wo, sondern es ist alles im Prinzip da. Sehr, sehr gut. Ja, und dann gehen wir jetzt auf das Thema, was mache ich, wenn ich jetzt keine Wildkräuter finde? Ich meine, du hast eben wirklich eine ganze Menge auch schon gesagt. Es gibt im Winter wirklich einiges an Wildkräuter. Man muss sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Suche machen oder einfach mal raustrauen und sich damit vertraut machen. Auf den ersten Blick sieht es wirklich vielleicht karg aus, aber wenn man ein bisschen näher rangeht, dann wird man entdecken, da ist eben doch mehr. Und wenn ich was Grünes sehe, und selbst wenn es Wiese ist, wie du sagst, das kann man ja auch nehmen. Gibt immer, genau. Wiese ist immer da. Und wenn man das immer, klar, ich kann ja auch Wiese nehmen. Ne? Also das finde ich schon total cool, diesen Aspekt. Ne? Den kann man auch in Smoothie reintun oder eben entsaften. Die Möglichkeit habe ich ja auch. Ganz genau. Ja, wenn ich jetzt wirklich partout nichts finde, ich bin in der Großstadt, das ist ja ein generelles Problem, im Winter ist es einfach nur ein bisschen verstärkt. Hast du schon gesagt, Sprossen sind eine Möglichkeit. Vielleicht sagst du da einen Satz dazu. Wie gehst du da vor mit den Sprossen? Ja gut, da könnte man ja ein eigenes Interview zu machen, aber grundsätzlich... Ja, definitiv. Sprossen einfach nur, das ist ja quasi der Keimling, den man ja zum Leben erweckt. Mhm. Ja. Und also, da gibt es ja einmal so Grassprossen, also welche, die grün werden, sowas wie Alfalfa-Sprossen oder sowas wie Weizengras oder Sonnenblumengrün oder sowas, das lässt man halt richtig wachsen. Also da hat man halt dann zum Beispiel Erde irgendwie, so ein Behälter wie Erde, so ein Blumentopf oder sowas und dann streut man da halt so ein paar Samen rein, gießt das, kümmert sich drum, bis das halt wächst und dann kann man es essen. Ja? Oder man macht das halt ganz normal in so Glas, also sowas wie Linsensprossen oder Sonnenblumenkernsprossen oder Kichererbsensprossen, also quasi weicht man die ein für mehrere Stunden. Da gibt es dann halt immer diverse Anleitungen auch, was, wo, wie lange eingeweicht werden muss. Und dann pflegt man es zu Hause, gießt, also spült es aus, genau. Und trocknen und macht das halt 2-3 Tage und dann sind ja die meisten Wildkräuter auch schon, Sprossen auch schon fertig. Und dann kannst du sie essen. Und weil das ist ja quasi der nährstoffreichste Moment im Leben einer Pflanze, wo ja die meiste Energie auch verwendet wird und wo ja quasi alles explodiert. So hoch sind die Nährstoffe ja nie. Und das ist quasi eine gute Ergänzung im Winter einfach, weil man seinen Vitaminbedarf dann so decken kann. Mhm, genau. Und dieser Aspekt, dass die Nährstoffe eben da drin sind, das finde ich so spannend. Wenn man versteht, die Pflanze speichert die Nährstoffe erstmal in den Blättern drin. Ne? Deshalb sagen wir ja, wir nehmen die Blätter, nährstoffreichstes Lebensmittel überhaupt. Und irgendwann sagt dann die Pflanze, okay, jetzt geht's auf den Winter zu. Und dann werden die Nährstoffe aus den Blättern rausgezogen. Die Blätter verfärben sich rot, ja, oder werden fallen runter. Und alles geht in die Samen rein. Ne? Und wenn man das mal versteht, dann weiß man auch, warum eben diese Vitalstoffe da drin sind. Weil ich kann so einen Samen wirklich einfach nur in Wasser legen. Der braucht nichts außer ein bisschen Wasser. Und aus sich selbst heraus fängt er an zu wachsen. Der braucht keine Nährstoffe, die sind da drin.
Und die können wir uns zunutze machen. Und deshalb Thema Sprossen, klar, da kann man wirklich sich sehr, sehr lange drüber unterhalten. Gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Wenn man sich dann nur ein paar Mal rauspickt, es ist so einfach, Sprossen zu ziehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist auch nicht nur einfach, sondern auch sehr preiswert. Ja. Weil mitunter wird uns ja, sagen wir mal ehrlich, der größte Schund in den Leben, in den, wie sagen wir das hier, Konsumhallen angeboten, ja, in diesen, also da gibt es ja industriell hergestelltes Fraß, ich drücke es ja so aus, das ist meine Wortwahl, so nenne ich das immer, da ist ein Null-Inhalt drin, da ist mehr Chemie drin als überhaupt Leben. Aber eine schöne Verpackung. Aber eine schöne Verpackung, genau, eine schöne Verpackung. Und so bezahlst du wirklich wenig Geld. Und wenn man sich das mal anguckt, man hat also vorher ja so nur so kleine Körnchen mitunter. Das sind ja so ganz kleine Verpackungen mitunter. Und wenn du die dann keimen lässt, gerade die Alfalfa-Sprossen, um ein Mehrfaches hat man dann an Volumen und auch gerade, wir essen sehr viel Linsensprossen und Kichererbsen. Das wird ein Volumen, das nimmt zu, das ist der Hammer. Und da kannst du dich wirklich von nähren. Ja, da wirst du richtig genährt, das sind deine Zellen genährt, das spürst du richtig. Ja. Und das finde ich auch so gut. Was ich aber auch noch kurz erwähnen möchte, ich weiß, das sind jetzt keine Sprossen und auch keine wirklichen Wildkräuter, aber die haben wir quasi als Ersatz auch für uns auf Teneriffa entdeckt, weil wir ja nicht so wirklich an Wildkräuter kommen. Wir haben zwar Sprossen, aber was wir sehr viel essen, sind Algen. Algen sind ja quasi die Wildkräuter des Meeres, wenn man so mag. Ja. Und wir kriegen dort auch frische Algen, also richtig Algen aus dem Meer. Die sind quasi nicht mal so richtig getrocknet, so wie die, die wir hier im Laden finden, die man dann erst noch aufweichen muss, sondern die sind quasi nur aus dem Meer raus, abgetropft, in eine Packung rein und dann kannst du sie so kaufen. Wow. Und da muss ich dir sagen, das ist auch nochmal so richtig, ich meine, wir Menschen sind ja zu 70-80% bestehen wir aus Wasser. Ja? Und unsere Zellen bestehen aus Wasser und Salz. Und diese Algen, die geben einem auch nochmal so richtig, also wenn ich manchmal so merke, so ich fühle mich irgendwie so ein bisschen so, oh, wenn ich so Algen esse, dann bin ich für die nächsten Wochen wieder wusch, wieder aufgefüllt. Also das ist auch noch so ein Superfood, finde ich, was man auch noch gerade im Winter auch noch zusätzlich irgendwie so mal vielleicht integrieren könnte. Anstatt die Wildkräuter. Weil das für mich auch quasi so ein Wildkraut geworden ist. Ja, sehr, sehr gut. Ja, also das finde ich super interessant. Auch, dass du sagst, dass du die frisch kriegst, weil bei uns gibt es die ja sozusagen nur, immer nur getrocknet. Und da beim Querverweis vor, weiß ich nicht, der vorletzte Blogartikel, glaube ich, bei mir ging genau um das Thema Algen. Da gab es das Interview mit der Kirsten Knufmann von Pure Raw. Wer da nochmal nachschauen will, da gibt es auch einige Infos. Also sehr, sehr spannend das Thema Algen, was da an Power drin steckt. Sehr, sehr guter Hinweis. Frisch gibt es die leider nicht, das ist echt beneidenswert. Ne? Aber es gibt schon einige tropische Fruchtversande, die das auch anbieten, die auch frische Algen anbieten. Ja. Also jetzt Orkus zum Beispiel weiß ich. Ich weiß aber auch von Freunden, die an der Nordsee bzw. Ostsee wohnen, dass die dort öfter einfach dann wirklich, wenn Ebbe ist, dann laufen die da drüber und sammeln sich halt ein paar Algen ein. Ach. Ist ja super. Also das ist ein Thema, wo ich mich jetzt also diesbezüglich überhaupt nicht auskenne, wenn ich jetzt übers Meer gehe oder wenn eben Ebbe ist, ob ich da irgendwie was finden würde, keine Ahnung. Aber es ist ja ganz spannend, ja, weil bis jetzt immer so Algen, immer so, die werden irgendwo gezüchtet in so Becken und so, ne, aber klar. Also wir haben auf Teneriffa manchmal, je nachdem wie die Wellen kommen, wie das Wasser kommt, da liegen manchmal ganz viele Algen, schwimmen überall rum, aber die würde ich jetzt auch nicht essen. Ja, aber es sind eben dann die Makroalgen. Ne? Also die großen, es gibt ja auch die Mikroalgen, die sind so klein wie Spirulina oder so. Ja, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich buschig. Also die Kinder, die können das richtig anfassen, tragen und mit an den Strand bringen und Bogen bauen. Also, aber das ist nicht so lecker. Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Da müssen wir auch noch in die Thematik ein bisschen einsteigen. Finde ich total gut. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge angesprochen. Lass uns doch mal in die Rezepte reingehen. Ja. Also du hast ja einiges in Literatur auch verfasst. Also einmal hast du ein Wildkräuterbuch verfasst, dann eins zum Thema Rohkostessen und auch ein Buch zum Thema Umstellung auf Rohkost. Das heißt, was Rezepte angeht, bist du ja schon relativ fit. Nimm uns mal mit rein. Du hast ja auch Kinder, also das heißt, da muss man irgendwie das Ganze ein bisschen ansprechen, ein bisschen lecker machen. Wie wir die essen, meinst du? Ja, genau. Oder esse die einfach so. Gibt es da einen Teller und nicht die Brille? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, essen wir die meistens so. Also die Kinder, die essen von der Hand in den Mund. Die sind ja schon immer dabei gewesen, Wildkräuter sammeln. Wir sind ja dann eigentlich auch, wenn es warm ist, sind wir auch von früh bis spät draußen gewesen. Also wir waren ja dann auch immer auf den ganzen Wiesen unterwegs und den Feldern dort oben. Also
wir essen quasi wirklich, wir haben dann so einen Tisch, also so eine Schüssel auf dem Tisch, wo wirklich die Wildkräuter drin sind, die wir gesammelt haben, und die werden wirklich so gegessen. Was wir natürlich manchmal machen, sind so kleinere Salate, wo wir es vielleicht noch mit reinschnipseln. Das kommt aber bei weitem nicht so gut. Mhm. Also ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen ein Verfechter der einfacheren Rohkost, also jetzt diese Gourmet-Rohkost oder mit stundenlang Rezepte irgendwie, machen wir eh nicht. Aber die Kinder haben über die Jahre mir zu verstehen gegeben, dass sie eigentlich eher das so pure essen wollen. Also, das ist interessant. Ja. Also ich bin immer so derjenige, der so ein bisschen das versteckt im grünen Smoothie sozusagen, die Wildkräuter. Das ist so unsere Methode. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, weil du davon sprichst, mit den Kindern viel draußen so, deine Kinder werden ja sozusagen ohne Schule, also als Freilerner erzogen. Dementsprechend hast du auch sehr, sehr viel Zeit, die vielleicht auch manch einer nicht so hat, weil die Kinder mit Schule, mit Hausaufgaben, mit Freunden treffen und solchen Sachen halt dann auch viel unterwegs sind. Dann sieht die Welt dann von so einem Kind auch schon ein bisschen wieder anders aus. Aber es ist natürlich sehr interessant und es ist auch einfach eine Gewöhnung, ja. Also ja. Wenn ich viel draußen bin und viel die Sachen so vorgelebt bekomme, ja, dann mache ich das auch so. Ja, als wenn wir auf dem Spielplatz waren immer, die haben dann immer geguckt, wo gibt es jetzt Gänseblümchen oder Löwenzahnblüten, also die manchmal mampfen eigentlich. Ja, die sind ja auch super lecker, ne? Also ist ja wie so kleine. Die haben sich das einfach so geholt. Ja. Und also ich sag mal, wie du selber schon sagst, das ist ja schon ein wichtiger Punkt auch. Ich habe den Kindern quasi, aufgrund dessen, dass ich ja so eine andere Lebensphilosophie habe, natürlich auch viel Zeit in der Natur, mit der Natur verbracht, weil ich ihnen einfach die Natur nahelegen möchte. Mhm. Und natürlich auch Freunde. Natürlich treffen wir uns auch mit Freunden und gehen auch woanders hin. Aber das hat sich irgendwie so entwickelt. Und wenn wir Wildkräuter verwendet haben, dann haben wir sie entsaftet. Also Smoothies haben wir nicht so viel gemacht. Mhm. Wir haben sie dann, wenn, dann entsaftet. Das heißt, wir haben dann Saft gemacht aus Giersch oder Löwenzahn. Aber Löwenzahn hat auch nicht so viel, weil es ja zu bitter wird. Der wurde dann lieber so gegessen und dann irgendwie so, dann haben wir meistens Sticks gemacht. Also so Möhrensticks oder Selleriesticks oder was auch immer. Und dann wurde halt Wildkraut drum gewickelt. Mhm. Okay. Ja, also das war dann halt aber meistens schon wirklich links Wildkraut, rechts dann irgendein Gemüse oder irgendein Obst. Und wenn wir einen Salat gemacht haben, dann wirklich nur mit den süßen Früchten. Was ich jetzt auch noch gesehen habe, ist, bevor der Frost kam, gab es sogar noch Eibe. Ich weiß, mhm. Eibe, alles giftig, aber diese rote Frucht, nur dieses rote Fruchtfleisch, der ist ja auch gut, kann man ja auch essen. Ja? Und, also das Fruchtfleisch. Das rote Fruchtfleisch, genau. Ja. Alles andere ja nicht. Ne? Bitte wenn nicht. Wenn wir auch mal angeguckt, wenn wir da an diesem Eibisch draufstehen. Und, ne? Aber ja, jetzt vor kurzem auch noch. Und, ne, also von dem her. Ja, aber wir haben jetzt gesagt Wildkräuter, aber Wildpflanzen müsste man ja eigentlich sagen. Ne? Also, richtig auch. Ja, da gibt es ja auch einiges, was wächst. Also da kennen die Kinder sich sehr gut auch. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass sie sich da so gut auskennen. Ist jetzt interessant, nach über 2 Jahren wieder in Deutschland erkennen die Kinder schon Kräuter auch wieder noch und wissen noch. Und ja, genau. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt leider nicht so die Rezeptegeberin bezüglich Wildkräuter. Ja, aber das ist so, sagen, wir machen es einfach total einfach und das ist ja, erleichtert ja auch die Sachen. Ne? Man muss ja nicht komplizierte Rezepte machen. Einfacher ist ja letztlich auch besser. Ja, das ist auch der Punkt, warum ich grüne Smoothies mag, weil wenn man einmal verstanden hat, wie der funktioniert, ich brauche keine Rezepte. Ja, ich einfach, was ist da und mix mir den. Ja, das ist halt so, ich stehe halt mehr auf grüne Smoothies, ja, aber wenn man es einfach so essen kann und vor allem, wenn die Kinder auch das akzeptieren und so machen, ist das wunderbar, ja. Und deshalb, Salate sind ja auch super einfach, ne? Einfach ein bisschen, wenn man es mag, Dressing dazu und los geht's. Und das Einfachste natürlich rausgehen und direkt, ne? Ja, klar, das schmeckt es auch am besten dann. Das ist sehr interessant, dass manche Wildkräuter haben sie wirklich gegessen, wenn wir unterwegs waren, ja, haben sie also ständig sich was genommen. Wenn wir dann aber zu Hause waren, wollten sie da nicht mehr so ran. Ja. Ne? Also die verändern sich dann sehr schnell, das stimmt, ja. Ja, und das wollen sie dann nicht. Also die Frische, die haben sie gemocht, aber so dieses brauchte dann nicht mehr. Also zum Beispiel gerade die Blüten, also diese Löwenzahnblüten, Kleeblüten, ja, die haben sie geliebt von der Wiese, die konnten sie gar nicht aufhören. Waren die zu Hause, wollten sie die nicht mehr. Hm. Also die fangen ja auch an, schnell old zu werden dann. Ja. Also, nein, die Einfachheit ist am schönsten und ich möchte auch nicht stundenlang in der Küche stehen und wenn es zu viel gebixt ist, dann vertrage ich das auch nicht. Dann, ja. Nee, aber ich finde das okay und das
Das macht es irgendwie auch sympathisch. Ne? Also es muss nicht immer kompliziert sein, um gut zu sein. Es darf auch total einfach sein. Finde ich klasse. Und Wildkräuter sind ja auch einfach. Ne? Einfach rausgehen, kostenlos, genau. Essen, fertig. Ne? Also die Natur ist im Prinzip nicht kompliziert. Es ist so einfach. Ne? Richtig. Nur die Menschheit, die macht es so kompliziert. Ja, wir machen es immer so kompliziert. Ja, richtig. Alles muss immer technisch sein und Maschinen für alles und so. Und eigentlich bedarf es so wenig. Und ja, du lebst es halt komplett. Ne? Du hast wirklich gesagt, dass wir wandern jetzt aus und machen es wirklich ganz einfach alles. Und das finde ich sehr bewundernswert. Das machst du sehr, sehr toll. Also Dankeschön für diesen Input. Ja. Du hast ein Geschenk mit dabei für uns. Ich habe ein Geschenk dabei, genau. Genau, ja. Es geht ja auf das Ende des Jahres zu. Und ja, wir haben es eben schon angesprochen. Du hast verschiedene Bücher geschrieben. Und weil wir es jetzt in den letzten Mal immer wieder gemacht haben, es hat so ein phänomenales Feedback jedes Mal gegeben, habe ich gesagt, wir machen das diesmal auch wieder, nämlich ein Gewinnspiel. Es kommt einfach gut an. Und ja, dein Gewinn ist ein Paket aus. Willst du die drei Bücher nochmal nennen? Genau, ich nenne es einfach. Trommelwirbel, Action, Ohren auf, Löffel auf. Also genau, ich verlose fünf Pakete von meinen Büchern. Also ich habe ja drei Bücher geschrieben, Umstellung auf Rohkost leicht gemacht, was ja quasi für dich als Umsteiger in die Thematik Rohkost perfekt ist, weil du dort ganze Grundwissen hast mit einigen Rezeptideen. Dann gibt es das Buch dazu, Rohkostessen leicht gemacht, das heißt, es ist also nur das Rezeptebuch, quasi die super Ergänzung zu diesem Umstellung auf Rohkostbuch. Und dadurch, dass Wildkräuter natürlich auch wichtig sind und ich natürlich auch ein Wildkräuterbuch geschrieben habe, kommt also auch das Wildkräuterbuch dazu. Das heißt also, fünf Pakete, drei E-Books im Wert von 51 Euro könnt ihr also gewinnen, wenn, lieber Andreas, wenn das gemacht wird. Genau, erstmal vielen Dank, das ist ein sehr cooler Preis. Das heißt, wir sind bei summa summarum 255 Euro. Habe ich das richtig gezählt? Ja, bestimmt. Ja, also vielen Dank erstmal für den Preis. Und wenn ihr eins der Pakete gewinnen möchtet, wie immer ganz einfach unter das YouTube-Video oder auf dem Blog einen Kommentar schreiben. Auch gerne, wenn ihr Fragen habt, die Nadine, die schaut da gerne drüber und antwortet auch, dass wir einfach ein bisschen in einen Austausch kommen. Und jeder Eintrag ist sozusagen eine Eintrittskarte für das Gewinnspiel und könnt ihr dann teilnehmen. Da ich noch nicht genau weiß, wann wir jetzt das Interview ausstrahlen, wird jetzt hier an dieser Stelle unter dem Video ein Termin eingeblendet und das ist gleichzeitig der letzte Termin für das Gewinnspiel. Also wenn ihr bis zu dem eingeblendeten Termin euren Kommentar abgegeben habt auf YouTube unten drunter oder auf dem Blog grünundgesund.de unter diesem Video, dann seid ihr mit dabei. Wunderbar. Okay. Ja. Aber ein Trostpflaster haben wir noch. Ein Trostpflaster haben wir noch. Genau. Für all diejenigen, die nicht gewinnen, die können sich die Bücher natürlich auch so kaufen. Genau, und das Schöne ist ja, weil du es jetzt ansprichst, ist es natürlich, ich finde es wirklich gut, du hast absolut faire Preise, also und weil es das Wildkräuterbuch, was du gemacht hast, kostet 7 Euro, ja. Das ist eine schöne Möglichkeit für jemanden, der sagen möchte, ich möchte einfach ein bisschen mehr erfahren über Wildkräuter. 7 Euro, ich glaube, das ist ein Preis, den kann sich so gut wie jeder leisten. Das Schöne ist, es gibt ja so gut wie keine Folgekosten. Denn die Wildkräuter sind ja vor der Haustür und kostenlos, ja. Also vielen, vielen Dank dafür, für dieses tolle Angebot. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, hast du noch ein Schlusswort an unsere Zuschauer? Irgendetwas, was du spontan mitgeben möchtest? Ich gebe mit, dass ich die Natur liebe und dass ich in den letzten Jahren gelernt habe, aus der Natur Kraft zu schöpfen und mir die Spaziergänge früher sehr, sehr viel Kraft auch gegeben haben. Und wenn du einfach deine Augen offen hältst und dir Zeit nimmst, dich öfter in die Natur zu begeben, dann wirst du die Welt um dich herum ganz anders aufnehmen, du wirst gesünder bleiben, aktiver und wenn du mehr zur Natur findest, wirst du auch mehr verbundener werden mit dir und mit der Umwelt. Und das ist irgendwie was, was man sich ja wünscht, irgendwie, dass wir alle mehr verbunden sind mit der Umwelt, ja, mit der Natur und dass wir alle gesünder leben. Also ansonsten wünsche ich natürlich, ach ja, wir wissen ja nicht, wann das ausgestrahlt wird, das hätte ich jetzt frohe Weihnachten gewünscht. Also es ist doch jetzt mal ein Anlass für mich, das zu schauen, dass es vor Weihnachten rausgeht. Also von daher, wann auch immer es ausgestrahlt wird, frohe Weihnachten, guten Übergang. Und ja, ich finde es auch total gut, dieses Rausgehen und einfach entschleunigen. Ne? Wirklich irgendwie genau. Zurück zur Natur und einfach diese ganzen Technik alles hinter uns lassen und einfach mal wieder da hingehen, wo wir eigentlich hingehören. Ein tolles Schlusswort. Liebe Nadine, ganz, ganz vielen Dank für die vielen tollen Infos, die du heute mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir persönlich und natürlich auch deiner Familie mit deinen Kids alles Liebe, alles Gute
Und jetzt haben wir eine Sache noch ganz vergessen, das muss ich jetzt unbedingt noch hier einbinden. Wer mehr über dich erfahren möchte, Nadine, du hast ja einen Blog, ja, du bist Bloggerin, wir müssen natürlich deine Adresse noch bitte sagen. Sagst du bitte ganz kurz, wo finden wir mehr über dich? Ja, wo finde ich mehr über mich? Quasi meinen Namen über www.nadinehagen.com. Nadine mit E, nadinehagen.com. Genau. Aber die Infos findet ihr auch alle auf dem Blogartikel, auch die Bücher, die du geschrieben hast, alles verlinkt dort auf grünundgesund.de findet ihr alles. Perfekt. Super. Liebe Nadine, ganz, ganz vielen Dank nochmal und wir entlassen euch. Danke auch. Ciao, bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.